Mittwoch 3.1.2018, 18.54 Uhr, Drucken Nutzungsrechte Feedback IF, Typeof ADI, gleich undefinit, ADI Vrite ADI Script, Integration der ASE unterstrich 1, Verbraucher in Deutschland achten bei ihrer Ernährung besonders auf das Wohl der Tiere, kochen regelmäßig zu Hause und essen viel Gemüse. Das sind drei Ergebnisse des am Mittwoch von der Bundesregierung präsentierten Ernährungsreports. Demnach nannten 66% der Teilnehmer bei der Frage nach ihren persönlichen Erwartungen an die Landwirtschaft das Tierwohl auf Platz 1. IF, Typeof ADI, gleich undefinit, ADI Vrite ADI Script, Outstream unterstrich 1, IF, Typeof ADI, gleich undefinit, ADI Vrite ADI Script, Mitte unterstrich 2, für die Untersuchung befragte Forsa 1017 Bundesbürger ab 14 Jahren und bereits darin liegt die große Schwäche der Untersuchung. Gerade beim Thema Ernährung neigen Menschen dazu, Antworten zu geben, die sozial erwünscht sind. So gaben auch 92% an, Wert auf gesundes Essen zu legen. Dass das Wohl der Tiere beim Einkauf oft egal ist und die Pizza manchmal einfach verlockender als der Salat, geben wenige gern zu. Und so passen manche Antworten nicht zum Kaufverhalten der Menschen in Deutschland oder zu anderen Befragungen. Drei Beispiele: 1 Fleischkonsum IF, Typeof ADI, gleich undefinit, ADI Vrite ADI Script, Mitte unterstrich 3, 9 von 10 Bundesbürgern geben an, für Lebensmittel aus artgerechter Haltung auf jeden Fall oder eher mehr zahlen zu wollen. Geht es dann um einen konkreten Preis, ist die Bereitschaft tief in die Tasche zu greifen, aber doch eher gering, wenn ein Kilo Fleisch aus herkömmlicher Haltung 10 Euro kosten würde, wie viel würden Sie dann für diese Menge mit besserem Tierwohl ausgeben? Bis zu 12 Euro für ein Kilo Fleisch würden nach eigenen Angaben 16% hinlegen, gut die Hälfte der Befragten würde bis zu 15 Euro zahlen. 29% würden noch mehr ausgeben. Nun ist es schon heute möglich, eine großzügigere Tierhaltung zu fördern, indem man Biofleisch kauft. Das tun allerdings nur wenige Menschen. So liegt zum Beispiel der Bioanteil bei Geflügel, Rind- und Schweinefleisch in Deutschland deutlich unter 5% des Gesamtmarktes, berichtet der Bund für ökologische Landwirtschaft. Am häufigsten greifen Verbraucher zu Bio-Eiern, laut dem Verband ist inzwischen rund jedes 10. in Hühnerei in Deutschland eines aus Bio betrieben. Fast 2/3 der Eier stammten 2016 dagegen aus Bodenhaltung, ob die Verbraucher hier wohl alle das Tierwohl im Blick hatten. 2. Zu Hause kochen 43% der Bundesbürger gaben an, dass sie so gut wie täglich zu Hause kochen. Die Zahl hat sich in den vergangenen Jahren kaum verändert. Weitere 38% kochen 2 bis 3 Mal in der Woche selbst. IF, Typeof ADI, gleich undefinit, ADI Vrite ADI Script, Mitte unterstrich 5, Deutschland ist ein Volk von Köchen, sagte Ernährungs- und Agrarminister Christian Schmidt, CSU. Lediglich 14% der Männer und 3% der Frauen gaben zu, gar nicht zu kochen. Eine internationale Umfrage der Gesellschaft für Konsumforschung, GfK, vom März 2015 kam in der Tendenz zu einem anderen Ergebnis. 30.000 Deutsche wurden damals befragt. Demnach kochen nur 34% der Verbraucher regelmäßig, 42% dagegen so gut wie nie.